Heute schauen wir uns mal was Kurzes an, den Weinsberg Carabus 550. Schickes Teil in Weiß, 5,53 Meter lang auf Basis Ford Transit. Ja, wenn wir außen anfangen, ruhender Heizungsauslass, es ist aber eine Truma Dieselheizung. Daneben der Toilettenschacht, hinten haben wir einmal den Anschluss für den Landstrom und dann sehen wir schon hier die Verbreiterung. Also das ist das Modell, bei dem man ein Bett hat, das 2,3 Meter breit sein soll. Gut, von hinten schaut er so aus. Wir haben oben die Rückfahrkamera, kann ich gleich sagen. Die kann man sich auch irgendwie sparen, weil die funktioniert nur, wenn es hell ist. Die funktioniert nur, wenn es trocken ist. Also die ist etwas problematisch. Gut, und jetzt an der Beifahrerseite haben wir den Wassereinlass fürs Frischwasser. Hier haben wir unten eine Trittstufe und haben die Aufbau- und die Beifahrertür. Was man gleich sieht, ist das Verdunklungssystem. Bei dem muss man sich auch ein paar Gedanken machen, ob man noch die Spiegel sieht. Gut, schauen wir mal rein. Erstmal aufsperren. Aufbautür extra aufgesperrt. Wichtig beim Transit, da muss man die Tür ordentlich aufmachen und damit sie auch einrastet, weil sonst passiert das Ganze halt nicht. Und dann gehen wir gleich mal hinein. So, bevor wir jetzt reingehen, fahren wir noch die Trittstufe raus. Eine schöne breite Trittstufe, also ganz gut. Wie ihr da schon seht, Kühlschrank vorne angebracht, also auf sehr kompakten Grundriss sehr viel untergebracht. Jo, was haben wir hier innen? Fangen wir mal hinten an mit dem Bett. Da haben wir ein Bett, das 2,03 Meter lang sein soll. Von der Breite her natürlich begrenzt. Und jetzt schauen wir uns mal schnell die Maße an. Können wir mal eben messen. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen mal den breiten Teil vom Bett her und sagen, wie viel haben wir da Platz bis unter das Fenster. Da haben wir also jetzt 1,28 Meter, 6, 1,29 Meter. Dann schauen wir uns mal an, wie tief das Bett ist. Da gehen wir also wirklich von unterm Fenster bis hinten ans Ende von der Erweiterung. Und dabei kommt jetzt raus 2,16 Meter. Also nicht ganz 2,03 Meter. Aber ist schon ordentlich Platz drin. Man muss natürlich immer dran denken, hier liegt natürlich noch das Kopfkissen. Und dann ist man halt dementsprechend auch schnell mal bei der Verdunklung dran. Ja, Verdunklung, Mückenschutz, Fliegenschutz, funktioniert super. Gutes System, was sie im Weinsberg eingebaut haben. Fenster kann man natürlich auch öffnen. Es ist ziemlich warm hier drin. Fenster auf und bei dem Fenster natürlich die Besonderheit mit dem Halteband, damit man eben nicht vor der Schiebetür landet. Also das kann man so ausstellen. Wunderbare Geschichte. Hinten noch zwei Fenster, also schön hell. Oben insgesamt haben wir drei Dachfenster, drei Dachlugen. Also hier kommt viel Licht ins Auto rein. Das ist wirklich sehr angenehm. Wenn wir hinten bleiben beim Bett, das Bett ist von der Matratze her relativ eher auf der harten Seite. Und wenn wir es hochnehmen, sehen wir, da ist ein Lattenrost drunter. Zweifach, also quasi für zwei Schläfer. Und dazwischen haben wir halt diese Metallstrebe oder die Umrandung, die es natürlich auch möglich macht, dass ich das Ganze hochnehme und hier etwas hinstelle. Ich kann ja auch diese zwei Wände hier rausnehmen. Das ist also gar kein Problem. Und dann kann ich doch was Längeres durchladen, wenn ich möchte. Kann hinten noch ein Fahrrad reintun oder sowas. Vom Stauraum her haben wir also hier zwei Schränke. Ein paar haben gefragt, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Weinsberg und Knaus. Das kann man hier eigentlich ganz gut zeigen, weil hier ist es zum Beispiel so, dass diese Schnapper und die Griffe, das ist also hier komplett aus Kunststoff überall gemacht und beim Knaus ist das ein bisschen höherwertiger ausgeführt. Hier ist viel Platz drin. Also hier haben wir auf der einen Seite zwei Schränke mit Soft Close Fenster zugeht. Hier haben wir noch eine Stange, um was zu hängen. Dahinter ist eine 12-Volt Steckdose und Satellitenanschluss quasi für einen zweiten Fernseher vorbereitet. Und wenn wir auf dieser Seite bleiben, haben wir also unten noch einen Lautsprecher, auf der anderen Seite auch und haben dann da nochmal eine 230-Volt Steckdose. So,
Auf der anderen Seite schaut es so aus, da haben wir insgesamt drei Schränke, wobei der vorderste zur Küche dazu gehört, würde ich jetzt mal sagen. Und haben hinten einen USB und auch den Lautsprecher. Ja, und ich würde sagen, vom Bettplatz her, ja, ideal für eine Person. Kann man auch als Großer drin schlafen mit fast 2 Metern. Das funktioniert nicht schlecht. Für 2 Personen natürlich recht kuschelig, ne? Ihr seht ja, dass der hintere Teil hier vor dem Fenster noch einen Abstand hat und vorhängt. Hier kann ich also von innen jetzt nichts direkt dahinter packen. Aber das werden wir dann von außen sehen. Da ist dann nochmal eine Ablage, wo ich halt von außen dran komme. Gut, ja, Küche. Was ist in der Küche? In der Küche liegen erstmal ein paar Polster rum. Dieser obere Polster ist dafür gedacht, dass ich die Sitzgruppe erweitern kann. Also die kann ich rausziehen und pack das dazwischen, dann habe ich ein bisschen mehr Platz zum Sitzen. Gut, das war noch dabei. Hier habe ich dann noch den Bettumbau. Also wenn ich den Tisch absenke, der hat keine Tischerweiterung, sondern der hat ein Bein unten drunter und dieses Bein kann ich auf den Boden stellen, kann den Tisch unten einhaken. Polster drauf, dann habe ich noch ein kleines Bett mit 1,40 x 70 cm. Jo, Küche. Küche ist auch hier bestehend aus einer kleinen Spüle und aus einem 2-Flammen-Kocher mit Piezozündung. Und ja, halt okay von der Größe her, gut nutzbar. Hier haben wir noch 2 so kleine Staufächer, da kann man halt irgendwas reintun. Die gehen nach links jetzt nicht weiter, sondern so ein bisschen runter, kann nichts rausfallen. Hier haben wir übrigens, wie unterm Bett auch, die Lichtschalter, wie beim Knaus. Hatte Weinsberg ja früher anders, ist jetzt wie beim Knaus. Dass ich also diese 4er-Lichtschalter habe, die halt auch ein bisschen unterschiedlich belegt sind. Und habe dann in dem Fall hier eine 12-Volt-Steckdose und eine 230-Volt-Steckdose. Das ganze Auto hat ein schickes Ambientelicht, das sich auch dimmen lässt. Allerdings, wenn man es dann dimmt, das kann ich jetzt bei der Helligkeit gar nicht zeigen, dann haben wir aber ein bisschen das Problem, dass es dann doch sehr flackert. Also, ja, könnte man vielleicht besser lösen. Auch da ein bisschen nochmal erklärt die Unterschiede vom Knaus zum Weinsberg. Wir haben zum Beispiel hier unten im Bett, wenn man das sieht, haben wir diese Leuchten. Die sind halt keine Schwanenhalsleuchten, da ist kein USB dran. Das hätten wir ja im Knaus normalerweise so. Aber alles machbar. Die sind ein bisschen grell und hell, also was das halt angeht, ein bisschen unterschiedlich. Aber durch das Ambiente-Licht kann man sich das eigentlich hier ganz gemütlich machen. Ne? Gut, Küche, damit wir da weitermachen. Wir haben da unten die Trittstufe. Um die Trittstufe rauszunehmen, muss man im Prinzip das hier ein bisschen hochnehmen und muss dann die Trittstufe quasi ausfädeln. Das funktioniert eigentlich recht problemlos. Müssen wir jetzt mal eben machen, damit wir uns die Küchenschränke und die Sachen anschauen können. Hier haben wir auch ein bisschen andere Verschlüsse als bei einem Knaus. Haben da ein großes Fach im Vollauszug fürs Besteck. Da haben wir den Gasabsperrhahn. Gas wird ja in dem Auto nur zum Kochen gebraucht. Ja, dann noch eine zweite große Schublade, liegen jetzt irgendwelche Service-Sachen drin, auch gut ausziehbar. Sieht man vielleicht auch ein bisschen von der Machart her, anders als beim Knaus, aber alles prinzipiell solide. Da haben wir jetzt irgendwie kein Soft-Close oder kein Selbsteinzug, aber das ist halt so. Unten ein Fach, wo eigentlich nur noch ganz wenig Platz drin ist, weil da die Technik drin unterkommt. Aber könnte man auch noch mal was reinstopfen. Hier ein weiter vorderen Bereich haben wir keinen Platz, natürlich, weil da der Kühlschrank ist. Haben wir den italienischen Kühlschrank. Haben wir schon mal zuletzt angeschaut. Relativ groß mit Eisfach. Also alles drin, was man braucht. Nachtfunktion, damit es da ein bisschen leiser ist. Hier also kann man da schauen, dass wir den Tritt wieder hineinbauen. So, wenn der Tritt drin ist, dann geht das Badezimmer immer noch auf. Und da schauen wir uns das nächste an, machen wir das Licht an dafür, weil im Badezimmer auch ein bisschen anders gelöst hier als beim Knaus, aber alles nicht schlecht. Im Badezimmer haben wir halt das Thema, dass wir da kein Fenster drin haben, kann man optional dazu bestellen. Da hängt der Duschvorhang drin, haben dann einen größeren Spiegel und haben eigentlich eine ganz clevere Einteilung, weil wenn man sich das anschaut, dann kann man halt das Klo so drehen, dass man da super die Füße nach vorne, die Knie hinbringt, ohne dass man da jetzt irgendwie einen Stress hätte.
Und das ist gut für große Leute, weil da kein Waschbecken im Weg ist oder so. Also das ist sehr vorteilhaft. Das Waschbecken ist halt hier so quasi eingelassen. Ja, hier seitlich abgedichtet, hier hinten vielleicht nicht ganz so. Aber im Grunde ist das ganz gut. Oben haben wir dann nochmal einen Stauraum. Also wenn man das halt jetzt anschaut, dann kann man hier hintergreifen, hochpacken. Da ist dann nochmal ein bisschen Platz, um halt ein paar Sachen reinzutun. Also eigentlich sehr gut genutzt. Oben einen Lüfter, ein Licht und die Stange, um das Handtuch dran zu hängen. Die schwarzen Dinger hier, das sind die Aufnahmen für die Dusche, also für den Duschvorhang. Hier, da drin zu duschen, ja, ist einfach ein bisschen eng, ne? Aber ist ja auch kein großes Fahrzeug. Wir haben noch die Möglichkeit, ein paar Sachen abzulegen, also wirklich sehr gut genutzt der Raum. Und hier haben wir dann noch fürs Toilettenpapier und Kleinigkeiten einfach, also sehr gut. Von der Höhe her. Das Fahrzeug hat ja eine Stehhöhe von 2,5 Meter, das können wir gleich nochmal nachmessen, aber auf jeden Fall ist viel Platz über dem Scheitel, auch wenn man fast 2 Meter groß ist. Im Badezimmer haben wir ja immer einen Absatz unten, das heißt, wenn man sich jetzt in die Duschtasse stellt oder halt hineingeht, dann ist es so, dass sich die 2 Meter nicht mehr ganz ausgehen. Das werden wir jetzt gleich mal eben nachmessen und dann sehen wir mal, wie viel Platz da ist. So, mal eben suchen, einschalten. So, mal messen, einfach von, ich meine, das ist ein bisschen abfallend, das Dach, aber wir nehmen jetzt mal den höheren Wert her von oben. Und da kommen wir auf 1,97 Meter, also das ist schon mal ganz gut. Und vielleicht von der Breite hier haben wir knapp 79 Zentimeter, also dass man das halt mal sieht. Und wenn wir uns jetzt mal die Innenraumhöhe anschauen, da geht es ja ganz schön hoch. Dann nehmen wir mal einfach hier das Maß ab, dass wir halt mal schauen, was ist halt hier von oben bis unten. Da haben wir also ein Maß wirklich von 2,5 Meter. Und selbst unterm Fenster haben wir dann immer noch ein Maß von 2,01 Meter. Also das ist schon sehr gut. Nach vorne hin, also erstmal haben wir hier oben noch ein großes offenes Staufach mit einem USB drin. Da haben wir dann die neue Truma mit Touch-Display. Also dementsprechend kann man das halt jetzt bedienen. Das ist ganz, ganz nett gemacht. Ist jetzt vom Prinzip auch besser geeignet für die iNetX-Anbindung. Die ist ein bisschen angenehmer. Da oben haben wir das ganz normale Panel, mit dem halt alles gesteuert wird. Sind wir jetzt gar nicht im Campingmodus. Kann man dann checken, ne? Frischwasser, Abwasser, Batterie des Fahrzeugs und Aufbaubatterie, wie da der Stand ist. Und dann haben wir hier vorne ein großes Fach, wo man also noch Sachen unterbringen kann und verstauen kann. Und nachdem das Fahrzeug ja nach vorne auch ein bisschen weniger hoch wird, haben wir also dort eine Wölbung. Und selbst wenn man da quasi ganz im Eck steht und nach hinten schaut, wo ja dann auch noch ein Fensterrahmen über einem ist, da haben wir auch noch so knapp 1,96 an Stehhöhe. Ja, in der Ausstattung hier ist Fernseher-Satellitenanlage mit drin verbaut. Auch da wieder ein paar Unterschiede zum System von Knaus. Also hier ist einfach die Aufhängung ein bisschen anders gemacht. Muss man das von unten quasi losmachen. Beim Knaus war es mal von oben. Und ja, aber einfach unterschiedliche Systeme. Vielleicht auch nach dem, was gerade lieferbar ist. Im vorderen Bereich über die Dinette. Der Dinette haben wir hier noch ein großes Fach. Da ist ein bisschen Technik drin verbaut. Und aber trotzdem noch viel Platz, dass man halt Sachen unterbringen kann. Und hier haben wir dann noch ein weiteres Fach. Das ist also auch schön groß. Ich glaube, an Platz mangelt es in diesem Auto trotz 5,53 Meter Länge auf keinen Fall. Ne? Gut, dann haben wir hier die Dinettensitzbank. Ja, was ist dazu zu sagen? Das ist vielleicht auch der Unterschied, wenn man jetzt zwischen Knaus und Weinsberg unterscheidet. Beim Weinsberg ist das Ganze jetzt vom Empfinden her also ja, etwas einfacher gemacht. Ne? Also sprich, wenn man da dahinter schaut, da hat man halt irgendwie da gleich das Gestänge und etwas dünnere Polster. Die sind jetzt auch nicht wirklich ausgeformt hier, um dort zu sitzen nach vorne. Und natürlich kann ich die trotzdem ganz hochheben und kann es ein Stück nach vorne geben. Also es zieht sich dann halt schon alles miteinander aus. Das ist unten mit Klett zusammengepackt. Die Frage ist nur, ob das sinnvoll ist, weil da kommen wir gleich dazu. Ihr seht nämlich schon, der Tisch, der ist ziemlich schmal.
Und also hier ist man schon recht beengt. Wir packen es mal wieder zurück. Wollte ich jetzt dieses Zwischenteil dazwischen packen. Man sieht nämlich auch so ein bisschen, dass hier ist ein Überstand von dem Rückenteil. Das liegt einfach dran, weil ich kann jetzt da unten drunter greifen und kann hier hineingehen. Angreifen kann das dann auseinanderziehen, also dass ich da einfach so ein paar Zentimeter dazu gewinne. Und dann können zwei Leute etwas bequemer sitzen. So, jetzt mal zurück. Gut, ja, Linette, wir haben jetzt hier quasi noch die Box vom Hund dabei. Die kann man da schon wieder ausfädeln. Das ist ein bisschen fummelig hier hinten mit den ganzen Gurtschlössern und so. Also das war jetzt ein bisschen überraschend, wie man das halt irgendwie vernünftig hinkriegt. Wenn wir das jetzt mal rausnehmen, dann sind wir auch schon. Rückseitig hat man da irgendwie den verwurstelt, also der geht nicht von alleine rein. Wenn wir das jetzt mal rausnehmen, dann sehen wir einfach, da bleibt trotzdem diese Sitzfläche natürlich übrig. Und das müssen wir dann so ein bisschen hier zusammenbasteln, wie das Ganze halt gut passt. Ne? Zack, zusammen. Und dahinter, seitlich, ist dann noch für sich so eine Art Ablage. Also das ist hier alles Aluminium. Und gleichzeitig ist das die Halterung für den Tisch. Also den kann ich natürlich hier in der Leiste einklinken und kann den halt hin und her verschieben. Also für sich eine einfache Sache, kann ihn auch rausnehmen. Und wenn man das jetzt anschaut, ne, da ist jetzt nicht so riesig viel Platz. Und bauen wir mal wieder rein. Also einfach von oben her reinnehmen, runter damit. Und schauen uns jetzt erstmal an, was haben wir jetzt hier für ein Modell. Ne? Wir haben ja den Weinsberg Carabus auf Ford. 550 MQ, aktuelles Modell, 130 PS Dieselmotor mit Handschaltung und im Grunde also ganz praktische Größe, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwo parken mit 553, überhaupt gar kein Problem. In der Ausstattung hier Basismodell 63.050 Euro und 20.279 Euro Sonderausstattung drin, das heißt das Auto kostet 83.329 Euro. Ja, was ist drin? Leichtmetallfelgen haben wir von außen gesehen. Elektrische Parkbremse ist natürlich praktisch, wenn man die Sitze dreht. Die Leseleuchten im Fahrerhaus. Das sind hier eine und auf der anderen Seite eine. Ist ja auch ganz praktisch. Das war bei den letzten, fehlte das irgendwie. Das war ein bisschen doof. Dann Ford-Paket, Weinsberg-Smart-Paket, Media-Paket, Assistenz-Paket, TV-Paket, Voltage-Paket, Insektenschutztür, die Rahmenfenster, die Dachhaube, die zusätzliche 40x40, das Ausstellfenster im Heck, das ist das beim Bett. Ja, und verschiedenste andere Optionen könnt ihr selber lesen, wenn ihr wollt. Ja, und das Besondere ist einfach, ne, mit dem Ford haben wir eine super schöne Stehhöhe, das ist das eine. Und das andere ist, man kann da drin auch super sitzen und rausschauen. Also der Durchstieg ins Fahrerhaus geht ganz vernünftig, da muss man sich nicht zu sehr bücken. Und wenn man sich dann reinsetzt, hat man einfach, ja, man hat eine Scheibe, die geht sehr hoch. Also das heißt, vom Blick her, man muss sich nicht nach vorne bücken oder irgendwie Verrenkungen machen. Da hat man ganz gut Platz. Was vielleicht ein Thema ist, also der Sitz ist ja jetzt ganz hinten, der Fahrersitz. Wir haben hier die Konsole vom Schalthebel. Das ist bei der Automatik vielleicht ein bisschen kleiner ausgeformt, aber grundsätzlich ist das so, wenn ich hier bin, dann stoße ich da dran. Wenn ich etwas weiter vorne sitze, damit ich besser ans Lenkrad komme, dann stoße ich noch umso mehr dran. Und hier ist weniger Platz als halt in einem VW T6.1 oder in einem Crafter oder so. Das muss man halt einfach wissen, das muss man ausprobieren. Im Grunde ist auch der Verstellbereich vom Lenkrad jetzt meines Erachtens nicht ganz so groß. Ich kann es also rein, raus, hoch, runter. Aber da sind andere größer aufgestellt. Wir geben es jetzt mal nach vorne, dass wir Sitze drehen können. Ja, da haben wir hier ein Verdunklungssystem. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Ne? Mal einfach nur hinein, zack, runter. Dann haben wir halt hier die Seitenscheibe schön verdunkelt. Wie verdunkelt man vorne? Da hat man zwei Griffe und das kann man halt hochziehen wie so ein Rollo. Und dann kann es auf zwei Höhen einrasten lassen, und zwar indem man das Ganze dreht. Ups, das ist mit einer Hand ein bisschen schwierig, außerdem ist das gerade heiß. Aber wenn man es dreht,
da reingibt, dann hat man es quasi zu, entweder auf der Höhe, da ist noch so ein bisschen zum Sehen, oder auf der oberen Höhe, da bleibt einfach oben noch ein Spalt übrig, wo man einfach durchschauen kann. Wir probieren das jetzt mal. Ah, ist das heiß. So, und uiuiui. Und dann hoch und einmal drehen und da hinein. Auf der anderen Seite ist jetzt nicht ganz fest, aber man sieht, da ist halt dementsprechend der Spalt. Hier vorne sieht man auch so ein bisschen, wie das System festgemacht ist. Es ist eh festgeschraubt, also muss ich da, glaube ich, nicht zu viel Sorge machen. Machen wir es mal wieder hoch, drehen das und lassen es dann schön runterfahren. So, ja, das ist die Geschichte. Andere Seite haben wir das Thema auch. Wenn man hier als Großer drin sitzt und fährt, ist einerseits halt die Sache hier mit dem Knie. Und andererseits natürlich die Frage, was sehe ich? Und in den Außenspiegeln habe ich natürlich teilweise eine Verdeckung, dadurch, dass halt hier diese Verkleidung da ist, wo der, wo dieser Sichtschutz bzw. das System hier drin mit dem PC geführt wird. Auf der Fahrerseite ist das unproblematisch, weil da schaut man natürlich locker dran vorbei. Auf der Beifahrerseite ist halt teilweise so, dass einfach der Spiegel verdeckt. Das muss man einfach ausprobieren und checken, wie das Ganze halt ist. Vom Fahren her, also der Motor ist sehr fein gedämmt, also überhaupt nicht laut, leiser als bei den VW-Modellen. Und mit seinen 130 PS zieht er ganz gut an, aber natürlich mehr Leistung kann man irgendwie immer brauchen. Grundsätzlich, vielleicht vom Fahrwerk her wichtig. Der ist ein bisschen stößig, also da kriegt man quasi alles mit, was passiert, wenn man über irgendeine Unebenheit oder was drüber fährt, weniger sanft als zum Beispiel die VWs, aber nicht ungut. Der hier hat jetzt, das ist auch Teil vom Ford-Paket, der hat jetzt einen Tempomaten. Das ist aber ein normaler, also kein adaptiver, der jetzt den Abstand hält. Und was man auch wissen muss, der beim Ford, der bremst nicht. Also wenn ich eine Geschwindigkeit einstelle und bergab fahre, dann wird das Auto nicht langsamer, weil er ihn nicht einbremst. Ansonsten kann man hier alles mit der Lautstärke ganz gut am Lenkrad einstellen. Man kann halt hier dann noch die ganzen Menüfunktionen einstellen, Sprachsteuerung und solche Sachen. Hier ist dann über dem Schalthebel noch die Möglichkeit, die Parkpiepser auszumachen. Also er hat vorne und hinten Parkpiepser. Und das Problem ist nur, in Kombination mit diesem Audiosystem wird das nur durch Piepsen klar gemacht, wo halt vielleicht irgendwie man nah dran ist. Also man hat da keine visuelle Anzeige, wo man jetzt sieht, okay, ich bin vorne oder hinten jetzt grün, gelb, rot oder so. Ja, der Mode-Schalter ist zum zwischen Eco und Standard umzuschalten. Eco ist dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen spritsparender. Hier haben wir noch das Traktionssymbol, was vielleicht eben ESP-technisch im Winter noch Anpassungen macht. Dann haben wir eine manuelle Klimaanlage. Funktioniert auch ganz gut. Dann haben wir ja eben Ford-typisch, haben wir ja auch das Thema mit der Scheibenheizung. Diese Scheibenheizung bedeutet, da sind Heizdrähte, die quasi von oben nach unten gehen in der Scheibe drin. Und teilweise sieht man ein bisschen, wenn da Licht drauf scheint oder so, ein bisschen Reflexionen, aber das ist nicht wirklich schlimm. Ja, Spiegelheizung ist dort. Alles, glaube ich, sonst ganz logisch. Dieses System hier für Audio hat kein Apple CarPlay. Das ist so eine Art Android-System, was halt da drauf läuft. Das Radio ist sehr gewöhnungsbedürftig von der Oberfläche, wie es halt ausschaut, funktioniert alles. Der Empfang ist relativ schlecht, ist mir aufgefallen. Aber ja, das ist ja nur eine der möglichen Lösungen. Aber wenn Weinsberg die einbaut, dann halte ich es nicht für die beste Lösung. Navigation ist aber eingebaut, funktioniert vernünftig. Also es ist alles irgendwie nutzbar. Dann haben wir einiges an Ablagen. Wir haben also links und rechts jeweils einen Cupholder. Wir haben da unten noch ein Fach, wo wir halt was reinlegen können. Wir haben hier relativ viel Platz in den Türen drin, auch wenn das nur auf einer Höhe ist. Das ist ja zum Beispiel beim Crafter auf mehreren Ebenen verteilt. Dafür haben wir dann hier unterm Schalthebel noch einen Cupholder, den man rausholen kann. Also das finde ich sehr praktisch. Da war noch eine Ablage. Und dann geht es halt weiter mit dem Handschuhfach. Das ist okay von der Größe her. Und rechts dann halt noch eine Ablage und oben den Cupholder. Und generell am Armaturenbrett hat man halt einiges an Ablagemöglichkeiten, inklusive dem System, das ich halt hier rausziehen kann und dann halt ein Tablet oder ein Handy reinpacken kann.
Ja, also das zum Fahrerhaus. Bei den Sitzen wäre vielleicht noch zu sagen, die haben links und rechts halt Armstützen. Die kann man halt, wenn man sie ganz runter gemacht hat, dann quasi schrittweise, rastenweise einstellen von der Höhe her. Die Neigung vom Sitzpolster vorne lässt sich einstellen. Das funktioniert wunderbar. Die Sitze sind höhenverstellbar. Die Neigung von der Lehne ist natürlich ganz normal einstellbar. Also da kann man sich gut drauf einrichten. Muss nur, wie gesagt, jeder mal checken, wie passt das von den Proportionen her. Was interessant ist, ist auf jeden Fall, wenn man die Sitze umdreht. Man hat zwar relativ viel Platz zwischen den Sitzen und dank der elektronischen Parkbremse hat man auch keinen, nirgendwo weder links noch rechts einen Handbremshebel. Aber um die Sitze zu drehen, braucht man etwas unterschiedliches Geschick, weil das eine wäre auf der Beifahrerseite, da funktioniert es auch ohne die Tür zu öffnen, was auf der Fahrerseite nicht geht, weil natürlich da das Lenkrad im Weg ist, aber es geht. Und wie funktioniert es? Im Grunde habe ich unterm Sitz noch einen zweiten Hebel, mit dem muss ich halt öffnen und dann kann ich zur Seite gehen. Natürlich muss der Sitz dann halt entsprechend weit vorne oder hinten sein. Das ist dann ein bisschen wie immer die typische Puzzlearbeit, die man halt dabei hat, dass das funktioniert. Gehen wir jetzt mal, schauen wir mal, machen wir mal fest, gehen wir ein Stück weiter nach vorne. So, und jetzt schauen wir mal, ob es schon geht. So einrasten und dann losmachen und umgehen. Und jetzt sieht man schon, da stehen wir ein bisschen an. Kann man natürlich die Lehne noch gerader machen, wieder so ein bisschen in Relax-Stellung. Und dann kann man schauen, ob wir da weiter rundherum kommen. Und da merkt man schon, der schleift also nichts. Jetzt hat man hier irgendwie so einen Punkt, da muss man dann nochmal etwas fester vorgehen. Und dann kann man halt hier sich einrichten. Das ist die Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite ist halt, wie gesagt, ein bisschen aufwendiger, weil da muss man halt irgendwie schauen, wie man zirkelt mit der Tür, die muss man aufmachen und so weiter. Und dann ist aber eine Sache, die ich euch sowieso sagen kann, wenn ihr groß seid, probiert das Auto unbedingt aus. Warum? Das ist jetzt der Tisch, wo ich gesagt habe, den kann man. Und hier unten ist das angebracht mit dem Bein. Das ist also kein komplett nach unten gehendes Bein, sondern da geht es nur darum, dass man halt das, also diese Tischabsenkung quasi machen kann, damit man das zweite Bett draus baut. Da sieht man auch unten die laufende Schiene, dass man da halt was machen kann. Ne? Und ja, dieser Tisch und die Höhe, das seht ihr auch, das ist eine kleine Kante, eine Stufe, wo es halt rauf geht. Wenn man lange Beine hat, dann passt das ganz schlecht. Also wenn ich mich da drunter setze, egal wie ich den Fahrerstuhl einstelle, den Fahrerbereich oder auch hinten in dem Dinettenbereich, ich hebe immer den Tisch an, also mit meinen Beinen. Das heißt, das muss man sich ganz genau anschauen, wie das einem passt. Das ist für mich ungemütlich. Und wenn man jetzt sagt, dann nehme ich halt den anderen Tisch, der sinnvollerweise, also den gibt es ja als Alternative, mit einem Teil zum Ausdrehen und Ausziehen, der ist natürlich dann auch entsprechend tiefer. Also das ist dann auch nicht unbedingt die bessere Variante. So ist es natürlich blöd, als Beifahrer kommt man überhaupt nicht an den Tisch dran. Der Tisch ist sehr klein, ich setze mich auf den Beifahrersitz. So. Und ja, auch der Abstand hier zwischen, ne, der ist sehr klein. Jetzt habe ich nicht mal die Sitzfläche vorgezogen, damit es vielleicht ein bisschen angenehmer ist zu sitzen. Und ja, da ist ganz wenig Platz. Ich meine, es ist ein 5,50 Meter Auto und es gibt ja im Prinzip den gleichen Grundriss nochmal auf 6 Meter. Und dort ist alles ein bisschen größer. Ein bisschen größer heißt, da ist der Abstand hier größer. Da kommt in der Küche, kommt anschließend an die Schubladen, kommt nochmal ein kleiner Schrankteil dazu und das Bett ist etwas länger. Also sollte man sich als Großer vielleicht eher den 6 Meter anschauen. Warum habe ich den jetzt nicht zum Testen? Weil sie haben zwar bei unserem Händler den 6 Meter auch und schaut auch sehr schön aus in Grau und schöne Edition, aber eben ohne die Bettenverbreiterung. Und das ist natürlich schon wichtig gewesen, das auszuprobieren, haben wir da drin Platz oder nicht. Ne? Ja, das aber zum Sitzen hier, also muss man wirklich sehr, sehr gut checken. Ihr habt es da unten noch gesehen, da ist noch ein Schalter. Das ist die Fußbodenerwärmung, die er auch noch hat. Also von der Ausstattung her ist das Auto natürlich top. Da ist alles Mögliche drin. Unterm Sitz, da haben wir dann quasi noch den Zugang zur Truma, zur Dieselheizung.
Die funktioniert auch einwandfrei, auch in Kombination mit dem neuen Steuerpanel. Super. Wir haben auch hier diese Nachtbeleuchtung. Das sieht man vielleicht da unten neben der, neben dem Tritt. Da ist ein und hier ist das zweite Lämpchen von der Nachtbeleuchtung auf dieser Seite. Also, dass da auch so ein bisschen immer was drin ist im Auto. Jetzt habe ich euch gesagt, der Tisch ist sehr klein. Die Knie müssen irgendwie unterkommen. Die Länge der Beine ist da unten natürlich auch problematisch. Also steht man immer sofort nach vorne an. Also für vier Leute irgendwie, ja, da muss man die Beine sehr, sehr gut sortieren. Ein anderes Thema ist noch, wenn man den Fahrer- oder Beifahrersitz umdreht und sich hinsetzt, dann haben wir ja hier oben diese Konsole, die ja praktisch ist vom Ford, die aber, wenn man die Sitze umgedreht hat, dazu führt, dass man einfach, wenn man da sitzt, mit dem Kopf dagegen stößt. Also wer größer ist, unbedingt Sitze umdrehen, sich hinsetzen und schauen, wie das halt ist. Weil selbst wenn man den Sitz dann wieder ganz nach vorne macht, was ja aufgrund dieses Abstandes eh schon ein bisschen doof ist, aber es entspricht ja so in etwa dem, wie er jetzt ist, dann bist du trotzdem mit der Kopfstütze ganz klar, ich kann das hier zeigen beim Beifahrersitz, die Kopfstütze, da bist du ganz klar hier unter dieser Abdeckung und ja, das passt halt schlecht. Ne? Man kann halt probieren, dass man eben die nach vorne nimmt und sagt, okay, die Sonnenblende, die packe ich halt dahin. Das ist auch beim Verdunkeln natürlich ganz gut, nachher noch die Sonnenblende davor zu packen. Da macht man sie allerdings so, damit halt nicht dieser Rollo-Bereich, damit das halt jetzt irgendwie nicht noch eingedrückt wird. Kann man probieren, da hat man irgendwie nochmal hier einen Zentimeter mehr, aber es ist schon auf einmal sehr eingeschränkt. Also beim Fahren und so ist das überhaupt gar kein Problem, da hat man da oben sehr viel Platz. Aber wenn man umdreht und sitzt, ja, muss man einfach wirklich ausprobiert haben. Was ist sonst noch wichtig bei dem Auto? Es ist sehr, sehr gut zum Fahren und hat eigentlich super viel Platz. Also nicht nur da oben die Schränke und dieses offene, sondern da schauen wir auch jetzt gleich nochmal rein, wie das halt von hinten ist. Dann schauen wir mal hinten rein. Also Kamera, habe ich euch ja schon gesagt, ist ein Trauerspiel. Kann man wirklich nichts mit anfangen. Schauen wir mal hinten rein. Wird gefahren, ist ein bisschen dreckig. Ist ganz nett gemacht hier mit dem Stoff. Also ist ganz angenehm. Unten ist es halt hartes Plastik, was ja auch gut ist. Man kann die Türen natürlich auch weiter aufmachen, brauchen wir jetzt nicht. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir natürlich dort unten sehr, sehr viel Platz. Auch weil wir brauchen ja im Prinzip nur eine kleine Gasflasche, nur zum Kochen, weil es ja eine Dieselheizung ist, jetzt keine Gasflasche drin, aber da passt eine kleine Flasche rein. Auf jeden Fall eine 2,7 Kilo, ob eine 5 Kilo passt, muss man mal nachschauen. So, hier oben ist noch Platz, da hinten haben wir Technik verbaut und auch Zugang zu Servicegeschichten, also alles gut gemacht. Hier hat man wirklich toll die ganzen Geschichten so gestaltet. Hier haben wir noch einen Heizungsauslass, da wird quasi hinten erwärmt, da ist die ganze Technik dahinter. Gute, starke Verzurösen, die sind richtig nach unten verschraubt, also kann man richtig was mit anfangen. Da sieht man ein bisschen die Isolierung und alles. Also kann man sagen, wirklich ja, sehr gut brauchbar. Hier sehen wir die Scharniere, also das heißt, ich kann ja das Bett quasi wegklappen, dann kann ich die volle Höhe nutzen. Tolles Fahrzeug, fährt sich gut, der Transit. Wie gesagt, ein bisschen, ja, vom Fahrwerk her ein bisschen stößig, vielleicht nicht ganz so kompetent wie die VWs Federn, aber super praktisch von der Höhe her. Innen 2,5 Meter haben wir gesehen, ein Bett mit 2,2 Meter. Man liegt ja jetzt nicht immer 100% ausgesteckt drin, aber coole Geschichte. Schönes Fahrzeug, fährt sich gut und ist hier auf jeden Fall zum Anschauen, wenn man groß ist. Fahreindruck, erster Teil. Ich habe euch von der Rückfahrkamera erzählt und wenn ihr das Bild anschaut, ich habe die Kamera sauber gemacht, aber so richtig viel sieht man da nicht drauf. Das ist nicht sehr scharf, das Bild. Wenn es rückwärts geht, dann ist es auch ziemlich verwackelt. Also das verzögert, wollte ich sagen. Also das ist jetzt nicht so wirklich der Hammer. Ne? So, der Motor. Also, im Schnitt haben wir 8,7 Liter, wir sind ein paar hundert Kilometer gefahren. Schön leise, ganz angenehm. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir losgefahren sind. Dann fahren wir mal eine Runde, oder? Los geht's!
Also aus dem Aufbau sind einige Geräusche zu hören. Insbesondere hat sich gezeigt, dass die Schiebetür ziemlich scheppert. Dann fahren wir gleich mal auf die Autobahn. Dann wollen wir mal hören, wie sich das so tut, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Bis gleich. Dann fahren wir mal auf die Bundesstraße. Der Motor sieht wirklich gut durch mit seinen 130 PS. Also überhaupt kein Defizit. Sehen wir auch gleich, wenn wir auf die Autobahn fahren. Es regnet leicht. Der Wagen hat einen automatischen Regensensor, der funktioniert einwandfrei, so wie man sich das wünscht. Die Intervall- oder die Empfindlichkeitsstufen sind auch einstellbar am rechten Lenkradhebelstock. Super Geschichte. Und auch der Tempomat funktioniert gut, ist halt ein normaler Tempomat, das heißt kein abstandsgeregelter Tempomat. Bei der Beleuchtung hat der Wagen eben Halogenscheinwerfer, aber in Kombination mit einer Fernlichtautomatik. Das bedeutet, dass die sogar andauernd an ist. Das heißt also, man muss sich eigentlich gar keine Gedanken darüber machen, ob man jetzt aufblenden möchte oder nicht. Und auch das Ein- und Ausschalten funktioniert wirklich wunderbar. Also das macht schon Spaß, damit zu fahren. Und der Motor ist schön angenehm ruhig, gut, ja. Von den Geräuschen her eigentlich isoliert. Geben wir ein bisschen Gas. Wenn er warm ist, jetzt ist er noch kalt, dann ist er noch angenehmer. Aber kann man wirklich einwandfrei und ganz toll mitfahren. Jetzt fahren wir mit Tempomat bei 54 km/h. Und wie man sieht, motiviert eigentlich die Schaltanzeige auch, dass wenn es gleich ein bisschen wieder mehr eben ist und rollt, dass man gleich mal den fünften Gang schalten soll. Allerdings wird er dann ein bisschen rappelig, also wenn man ihn zu sehr untertourig fährt. Das ist also sehr, sehr idealistisch, wie Ford das da einstellt, aber im Grunde schön ruhig, wirklich angenehm. Einzig vom Lenkrad her, so um die Mittellage rundherum und vom ganzen Verhalten her, man muss doch öfters korrigieren, also er ist nicht ganz so gut in der Spur wie zum Beispiel ein Crafter oder einen T6, da müsste man nicht so viel tun. Ja, auch hier im Transit thront man so schön über dem Geschehen, also es ist ein ganz entspanntes Fahren, man hat einen super Überblick über die Fahrsituation, sitzt mit 100 km/h auf dem Autobahnzubringer, bisschen Wind gibt es gerade, aber nicht allzu schlimm. Es versetzt den Wagen dann schon ordentlich, wenn man jetzt einen LKW überholt oder so. Er hat ja einen Seitenwindassistent, soweit ich das gelesen habe. Und aber man braucht da gar nicht allzu sehr eingreifen, man muss noch ein bisschen aufpassen. Jetzt sind wir auf der Autobahn mit 120 km/h, ganz lässig im sechsten Gang, 2000 Umdrehungen. Also schon sehr angenehm, auch nicht laut von den Windgeräuschen, das kommt so ab 135 km/h so in etwa. Da wird es dann ein bisschen lauter, aber kann man ganz gut hören, sehr angenehm. Wenn die Straße gut ist, hört man auch keine Geräusche aus dem Aufbau und so, wie das halt immer ist auf der Autobahn. Also zum Mitschwimmen irgendwie mit 100, 110, 120, überhaupt gar kein Problem, ganz lässig. Vom Verbrauch her im Schnitt 8,7 Liter über die letzten 300 Kilometer. Auto ist neu, wird wahrscheinlich, nachdem es eingefahren ist, auch noch ein bisschen weniger verbrauchen, gehe ich mal davon aus. Also kann man nicht sagen, geben wir jetzt noch ein bisschen Gas zum Überholen. Sieht man natürlich schon, 130 PS haben irgendwo ihre Grenze. Das Drehmoment ist jetzt auch nicht das allerhöchste, aber für den sechsten Gang, also ohne Rückschalten, ist das schon ganz ordentlich. Hier, da haben wir noch den Urahn.
der da vorne fährt. Ich glaube, der macht da auch ein Video. Der hat vorne eine 360-Grad-Kamera drin. Aber der kommt nicht ganz so schnell vorwärts wie wir. Zurück beim Händler. Ja, nicht wundern, die Rückfahrkamera bleibt noch ein paar Momente, eigentlich ein paar Minuten an, auch wenn man das Auto ausgeschaltet hat. Ansonsten alles gut verlaufen. Ja, jetzt kommen die Probefahrtkennzeichen noch runter und dann wird der Schlüssel zurückgegeben und dann war es mit dem Test mal alles.